Boah, ist das gruselig. Und jeden Moment kommt doch hier wieder was um die Ecke. Schick. Und tief. Ach du Gott, was muss ich hier tun? Das wird hier Legend of Zelda-Style, wa? Aha, das kann ich hier rausziehen. Okay. Jetzt kann ich darüber springen. Ein anderer Weg würde mir jetzt jedenfalls auf die Schnelle nicht einfallen. Ja. Ja, hoch. Jetzt da ran. Hopp. Hebel ziehen. Fackeln gehen an. Und das Tor für Poseidon geht auf. Mit Fledermäusen. Okidoki. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich höre euch. Ach, die war tot. Okay, ich dachte schon. Da kann ich noch nicht ranschießen. Ach, da ist halt eine Brücke gebaut. Hephaestus? Wo waren das Poseidon-Tor, das ich gerade aufgemacht habe? Das macht, ne? Was hat das jetzt gemacht? Bin ich doof? Naja, okay, also da unten war ein Hephaestus-Tor. Wo waren das Poseidon-Tor? Finde ich dann. Verdammt. Okay, da komme ich momentan wohl noch nicht drüber. Geht weg. Dann kommt das da unten raus. Ja, was bringt mir das? Ich soll nicht ernsthaft da runterspringen, oder? Das tut ihr mir jetzt nicht an. Hier ist so eine kleine Treppe, da komme ich nicht weiter. Ich müsste es von dieser Seite irgendwie schaffen. Ja, genau, dann reiße ich das hier um, dann baut sich da so eine Treppe. Lass mal los, Laura. Ja? Doch, 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 geh runter, alles gut. Hephaestus, komme ich noch nie ran. Was bringt denn mir? Ach, das ist so ein schnellerer Weg nach oben, oder wie, oder was, oder wie bitte? Oh Gott, das ist ja wie in Legend of Zelda. Hier ist so viel auf einmal und man muss gucken, wie, wo, was. Wo waren jetzt? Ach, da unten ist Poseidon. Hehe. Okay. Ja, gut. Runter. Runter. What was that? Als ob mich das nicht hält. Nein! Oh Gott sei Dank. Oh, die Musik im Hintergrund hilft mir gerade gar nicht. Komm, 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 komm. So, hoch, klettern, hoch. Und hoch. Und zweiten Nebel. Hephaestus. Aha, gut, jetzt komme ich wieder hier. Easy peasy.
Gut, bis jetzt tun mir die Fledermäuse am meisten leid, wenn ich auf die schießen muss. Ich verstehe nur immer noch nicht, was das hier soll. Kann ich da runter? Ah, da komme ich an das Tor da unten ran, oder wie, oder was? Aber es ist hier noch zu. Was ist da? Atlas. Da kann ich nicht nochmal drauf. Oh, die Musik macht mich gerade richtig kirre. Klingt so ein bisschen nach Geisterwelt. Ja, schön, aber da springe ich garantiert nicht drüber. Kann auch nichts ranwerfen. Hätte ich da vielleicht irgendwie runterklettern können? Nee, das sieht nicht so aus. Oder doch? Ach, jetzt komme ich nicht mehr hoch, ne? Nee. Wie sieht's unten bei Poseidon aus? Komme ich da hoch? Atlas? Ratsch! Mhm, da liegt ein Medipack. Geh mal kurz hier runter. So. Ich habe jetzt Poseidon-Tor schon wieder aus den Augen verloren. So. Oh, hier sind noch mehr. Hier sind so viele Hebel. Oh Gott. Was? Douglas? Hä? Da ist das Poseidon-Tor. Wie soll ich denn da rankommen? Hier so über die Seite? Anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen. Ich versuche mal ans Poseidon-Tor ranzukommen. Nee, hoch. Hier kann ich nicht weiterklettern. Hoch. Ja, durchkriechen. Oh. Okay. Poseidon. Ach doch, ich dachte schon, was. Null Wirkung. Toll. Bringt mir also die Tore scheinen mir momentan nichts zu bringen. Muss ich erstmal alle Hebel ziehen, die hier irgendwo sind? Das ist nicht euer Ernst. Nein! Na gut, sie überlebt's. Dann ist ja gut. Wenn sie es überlebt, ist ja gut. Wir ziehen hier erstmal fleißig Hebel. Aha, jetzt geht Atlas auf. Hier muss ich dann was einsetzen, ne? Ah, okay, okay. Also in jedem der Tore scheint was zu sein, was wir einsetzen können. Okay. Medipack! Oder, ach, das ist Munne. Ist auch gut. Okay, jetzt muss ich gucken. Nee, da komme ich nicht ran. Es muss ja einen Weg geben, wieder nach oben zu kommen. Alles andere würde keinen Sinn machen. So. Ein Hebel war hier noch irgendwo. Wo war der? Da drüben. Da drüben ist er. Wie komme ich da ran?
komme ich ans Poseidon-Tor. Hier ist nichts, woran ich mich festhalten könnte. Ich muss irgendwie offenbar hier so... Vielleicht muss ich da hoch? Da? Irgendwie? Oh. Nee. Komme ich denn jetzt wieder nach oben, sag mal? Den habe ich gezogen. Vielleicht irgendwie so? Nein! Ach, warum springt sie da zur Seite? Warum? Wo bin ich? Hier unten bin ich. Hebel ist gezogen, wie es aussieht. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Ja, Hebel ist gezogen, sehr gut. So, jetzt muss ich gucken, wie bin ich hier nochmal hochgekommen? So. Na komm jetzt. Nicht runterfallen? Ich habe gesagt, nicht runterfallen, Lara. So. Komme ich hier jetzt irgendwie? Nee. Komme ich denn wieder nach da oben, sagt mal. Bin ich so blöd? Was passiert denn, wenn ich von der Leiter hier nach hinten springe? Nee, kann sie auch nicht festhalten. Weil von hier darüber springen, das schafft sie nicht, nee. Nein, 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 nein. Nein! Ich verstehe nicht, warum sie da manchmal zur Seite springt, obwohl ich nach oben drücke. Ha!
Nee. Ach komm, da kommst du doch wohl rauf, Lara. Nein. Hoch, 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 hoch. So. Jetzt die Frage, wie komme ich daran? Irgendwie muss ich, wenn ich zum Atlas-Tor vielleicht komme und dann so macht das Sinn? Ich würde es nur ungern riskieren, jetzt zu springen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe. So. Es war garantiert nicht so gedacht. So, jetzt glaube ich, dass ich als erstes in das Hephaistos-Tor muss. Ich glaube es. Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Jump. Nee. Warum komme ich da eigentlich nicht hoch? Hops. Hops. Da liegt was. So, genau. Huf! What the? Nee. Wozu sind die gut? Nicht dafür. Mhm. Ach, das habe ich schon runtergezogen, ja. Gut. So, jetzt gucken wir mal. Das reagiert gar nicht. Hm. Ist alles draußen, okay. Wenn ich jetzt einmal hier... Wo? Nee, wenn ich nehme, muss ich hoch. Dann hier ran. Ah, und da ranspringen, oder wie, oder was? Hm. Halt dich bitte fest, Lara. So, rein da. Ducken. Ducken. Sie duckt sich nicht. Dann rollen wir halt. Nein! Oh, was war das denn jetzt? Oh Gott sei Dank. Ich muss nicht wieder ganz oben anfangen, ganz unten anfangen. Doch muss ich.
war denn das jetzt? Normalerweise hangelt sie sich doch daran und läuft nicht einfach über den Abgrund.